In kleiner Runde? Ja, ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden, oder? Wie hießen die gleich nochmal? Hier Maurice Geider und Nadine? Nee, Quatsch, Julia Krüger. Die beiden quatschen jede Woche mit Medieninsidern über Medien halt. Höre ich echt oft. Ganz gut eigentlich. Hallo Julia Krüger. Hallo Maurice Geider. Sag mal, was ist das Beste an einem Donnerstag? Dass fast Wochenende ist? Och, das ist die falsche Antwort. Das ist wirklich die falsche Antwort. Das Schönste an einem Donnerstag ist natürlich, dass eine neue Folge in kleiner Runde rauskommt und dass wir uns sehen, Maurice. Da freue ich mich ja sowieso immer drüber. Das ist genau richtig. Ich freue mich auch, wobei ich sagen muss, ihr werdet gleich ein Interview hören hier in dieser Sendung, das mich ein bisschen an dieser Aussage zweifeln lässt. Weil du nämlich sagst, ja, du hast dich nämlich etwas, wie soll ich sagen, despektierlich geäußert und hast gemeint, ja, der Maurice Geider, der würde für Freunde ja sogar ins Auto steigen in Köln und bis nach Berlin fahren. Und du würdest das nicht tun. Also, jetzt übertreibst du es gerade ein bisschen und es ist auch sehr aus dem Zusammenhang gerissen, ja? Also, ihr werdet das gleich hören, wie ich das in welchem Zusammenhang gesagt habe, aber Maurice übertreibt gerade ein bisschen. Also, beruhige dich erstmal, mein Freund. Wir starten jetzt erstmal, okay? Maurice, ich muss dir sagen, es gibt eine Sache in meinem Leben, die ich so ein bisschen bereue. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Es gab mal ein Projekt, das nannte sich Bohai. Das habe ich gemeinsam mit meiner Freundin und Kollegin Stefanie Langer ins Leben gerufen. Das ist schon einige Jahre her. Vielleicht kann sich aber der ein oder andere dran erinnern. Wir haben das relativ groß aufgezogen. Wir haben YouTube-Videos produziert und haben bei Twitch live gestreamt. Und Twitch war damals noch gar nicht so riesig, würde ich jetzt mal sagen. Das war damals noch sehr ein amerikanisches Ding, ne? Das war so ja, vor 4 Jahren habt ihr das gemacht, Bohai? 4, 5 Jahre in etwa? Nee. Noch länger? Länger. 2018, okay. 2019 so muss das gewesen sein. 2019 ist 4 Jahre, 5 Jahre, 5 bis 6 Jahre her. Okay. Ja, es ist, ich habe nicht mehr so einen richtigen zeitlichen Bezug. Es war vor Corona auf jeden Fall. Und wir haben das relativ schnell groß aufgezogen. Also wir waren auch bei WWW zu Gast. Bei den Rocket Beans waren wir zu Gast. Wir haben richtig Promo dafür gemacht und haben das groß aufgezogen, weil wir richtig Bock drauf hatten. Wir haben Ihr wart halt bei WWW? Die haben krass, uns eingeladen damals. Wie cool. Wir haben nicht mal Klinken geputzt. Die haben uns eingeladen damals, die Jungs. Und wir haben halt gezockt, ne, auf Twitch. Und bei Twitch kann man auch relativ schnell gutes Geld verdienen. Und wir haben das leider nicht lange durchgezogen, weil der zeitliche Aufwand so enorm war. Und Steffi ging dann wieder in eine Festanstellung. Und du weißt, wie es ist mit einer Festanstellung. Das ist halt schwierig, sich da zu organisieren. Und dann war ich 2 Wochen auf Produktion und so weiter. Also es war, das Leben hat sich so ein bisschen bei uns verändert. Und dann konnten wir das nicht mehr so durchziehen. Und das bereue ich so sehr. Aber der Account ist doch bestimmt noch da, oder? Du kannst doch jederzeit, du kannst doch wieder, nee? Jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür. Jetzt erst recht nicht mehr. Jetzt erst recht nicht mehr. Ganz ehrlich, wir haben doch mit unserem Podcast auch schon so viel zu tun. Wann soll ich das alles noch machen? Das stimmt. Aber das bereue ich so ein bisschen, dass wir das nicht durchgezogen haben, weil ich glaube, Steffi und ich, wir wären jetzt eine große Nummer in der Twitch-Szene. Ach, wir haben dich trotzdem gern. Ja, da freue ich mich auch. Und wer es aber durchgezogen hat in den letzten Jahren, das ist der Donny O'Sullivan. Und ich freue mich riesig, dass Donny heute bei uns zu Gast ist in unserer kleinen Runde, weil ich mag Donny so, so gerne. Ich kenne ihn jetzt auch schon, lange, seit über 10 Jahren. Also nicht so, dass wir jetzt ganz dicke befreundet sind, das nicht, aber man kennt sich halt in der Branche. Wir haben uns damals kennengelernt, da war er noch bei Zirkus Halligalli und wir waren bei Joyce und so. Und das, genau, so lange kennt man sich dann halt schon. Und der Donny, der hat auch einfach, also ich meine, es ist eine logische Konsequenz, dass der bei uns im Podcast zu Gast ist, Maurice, weil der ist einfach eine Medienperson durch und durch. Der hat nie was anderes gemacht. Der hat angefangen als Mediengestalter beim Fernsehen zu arbeiten, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, ne, das waren so seine ersten Stationen. Dann wurde er TV-Producer, Art Director, auch Autor, unter anderem bei Zirkus Halligalli. Zirkus Halligalli. Und ich meine, Zirkus Halligalli, das war ja damals wirklich einfach ein riesen Ding. Warst du eigentlich mal vor Ort bei Zirkus Halligalli? Wir waren gemeinsam vor Ort bei Zirkus Halligalli. Kannst du dich nicht erinnern? Oh, stimmt. Das war wie so eine Gala, da haben wir uns so schick rausgeputzt. Da haben wir den, wie heißt das, der goldene Antonio oder so war die Gala. Nee, das heißt anders. Der goldene Rodrigo. Oder so der ähnlich. Goldene, der goldene
Das ist so ein ganz dummer Name. So ein ganz dummer Scheiße, Name. Mir fällt es nicht August. Ein. Irgendwie sowas der war goldene, das. Und, naja, egal. Umberto. Umberto war das Ding. Stimmt, wir waren zur Vergabe des goldenen Umbertos da. Und ich war sogar auch nochmal da. Damals aber nur im Publikum, als die Band Blur, die ja eine meiner absoluten Lieblingsbands ist, dort aufgetreten ist. Das war auch eine der allerletzten Zirkus Halligalli-Sendungen überhaupt. Danach sind die dann freiwillig zurückgetreten. Aber nur gut, Joko und Klaas gibt's noch. Donny O'Sullivan macht inzwischen aber was anderes, Julia. Genau, der war zwischenzeitlich noch bei Rocket Beans TV, hat dann Rocket Beans aber auch verlassen und hat sich dann im Zuge dessen selbstständig gemacht, ist seitdem Twitch-Streamer, YouTuber und natürlich auch Podcaster. Seit 2015 hat er schon den Podcast Gästeliste Geisterbahn gemeinsam mit Nils Buckelberg und Herm, so wird's glaub ausgesprochen. Also auch eine absolute Hörempfehlung. Und seit 2021 hat er auch seinen ganz eigenen Podcast. That's What He Said, oder wie er es abkürzt, TWHS. Da kommt mein Gehirn immer nicht so ganz schnell hinterher. Kannst du das so abkürzen? Kommt auf die Abkürzung drauf an. Es wird ganz schwierig bei größeren Geschichten, die abgekürzt werden. Aber da wäre ich noch hinterhergekommen tatsächlich. Ja. Genau, also da auch unbedingt mal reinhören. Absolute Hörempfehlung. Und wie er seinen Job eigentlich beschreibt, wie er da hingekommen ist, was die Selbstständigkeit mit ihm macht. Wir reden auch so ein bisschen über finanzielle Situation und ob es vielleicht sogar auch Schattenseiten von diesem Leben als, ich nenne es jetzt mal, Content Creator gibt. Das verrät uns Donny alles jetzt im Gespräch. Hallo Donny, herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Hallo, danke für die Einladung. Guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst. Obwohl wir beide in Berlin sitzen, treffen wir uns trotzdem über Zoom. Ja, so ist das, ne? Also, die Stadt ist ja zu auch, groß. Die Stadt ist zu groß. Ja, also ganz ehrlich, ich fahre ja, das kannst du echt an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr mal in einem anderen Bezirk bin, ne? Bist du auch so? Ja. Daran zerbrechen Freundschaften, sage ich euch. Daran zerbrechen Freundschaften, wenn Maurice man in unterschiedlichen Bezirken wohnt. Maurice, der fährt sogar einfach nur von Köln nach Berlin, um Freunde zu treffen. Würde ich im Leben nicht machen. Und das sagst du mir jetzt, Julia? Dankeschön. Wir treffen uns da jede Woche über Zoom. Das hat für mich denselben Stellenwert. Aber es ist ja meistens jemand dabei, der zuhört. Also Donny, erstmal eine Frage vorweg. Das interessiert uns. Redest du gerne über deine Person? Weil nur weil man ja zum Beispiel Content Creator ist und Gamer zum Beispiel und Twitch Streams macht, heißt das ja nicht, dass man gerne über sich selbst redet. Redest du gerne über dich? Oh Gott, alle Leute, die meinen Scheiß sonst jetzt konsumieren, sind jetzt schon am Dauergrinsen, weil die genau wissen, die Antwort ist ein klares Ja. Also, habe ich kein Problem mit. Nee, also ich glaube, das ist bei mir, ohne jetzt, dass ich sofort jetzt direkt wieder zu, mich da verstricke in so eine ewig lange Erklärung, was ich gerne mal tue. Ich glaube, bei mir ist das der Unterschied so, vielleicht zu anderen, die da nicht so gerne über sich selbst reden, da ich halt in den Sachen, die ich mache, mehr oder weniger versuche, zu einem ziemlichen Großteil ich selbst, also sozusagen zu sein. Also so bin ich halt auch vor der Kamera, wie ich halt auch privat bin meistens. Und von daher ist es dann quasi für mich eigentlich gar kein Switch oder so. Und dann rede ich halt, ne? Ja, du bist sehr, sehr ehrlich in deinem Content. Aber gibt's da für dich auch so eine Grenze, wo du sagst, okay, da ist die Grenze, darüber spreche ich jetzt nicht, weil es dann doch irgendwie ein bisschen zu nah ist und man sich vielleicht auch zu angreifbar macht? Gibt's das? Ja, also was ich gar nicht cool finde, ist so persönliche Differenzen, die man so in der Branche mal hatte mit Leuten oder so, da irgendwie drüber reden. So finde ich, dass es irgendwie gehört sich nicht. Also wenn man irgendwie mal einen Streit hatte oder bei einem Dreh irgendwie eine Diskussion oder man kann irgendwie jemanden nicht so richtig leiden. Gut, ich habe jetzt ein paar Mal auch gegen Leute, die ich nicht leiden kann, ab und zu vielleicht den einen oder anderen Tweet in der Vergangenheit gemacht. Ich rede jetzt wirklich von Leuten, die ich selber kenne. Ne? Also ja, wenn ich jetzt irgendwie jetzt über Pocher oder sowas einen Spruch bringe, dann finde ich das ein bisschen was anderes. Kenne ich ja nicht und so. Aber, also nur mal als Beispiel. Aber genau, wenn ich halt irgendwie dann mit Leuten vielleicht so ein bisschen Beef habe und Familie ist für mich dann auch. Also ab und zu, wenn ich bei meiner Schwester bin ja Onkel, da teile ich dann auch mal ein Bild oder so, wie ich da Lego spiele, aber halt nie das Kind, dass man das Kind sieht. Und auch meine Schwester gucke ich, dass man das nicht sieht und so. Da versuche ich das schon ein bisschen privat zu halten und so. Manchmal nehme ich meine Mutter auf, das finden die Leute halt immer lustig, weil die so einen sehr irischen Akzent hat. Und dann werde ich schwach. Aber dann filme ich auch nicht ihr Gesicht, aber dann bin ich in der Küche und filme sie auf dem Boden und man hört halt, wie sie mir auf das ist so skurril, das Ding mit Müttern. Ich war mit meiner Mutter im Urlaub und ich wollte eigentlich, ich habe nur ein paar Mal seltsame Situationen mitgefilmt und gepostet und wollte sie auch nicht so viel zeigen. Und dann haben mir so viele Leute geschrieben, wir wollen mehr von deiner Mutter sehen. Deine Mutter ist so lustig. Da dachte ich mir so, also ich finde es gar nicht
so lustig gerade, was ist denn hier los? Mütter sind halt niedlich, finde ich. Die sind ganz oft so niedlich einfach. Und ich glaube auch, generell Leute haben einfach extrem Bock, so, so eine Einsicht zu bekommen in so die Familienverhältnisse von Leuten, gerade wenn es irgendwie Leute sind, die vor der Kamera sind oder denen man so folgt und so. Das ist eigentlich, glaube ich, schon immer so gewesen, so ein bisschen. Hat ja Bushido ganz gut genutzt jetzt. Absolut, absolut. Sowas würdest du aber nicht machen, oder? Dich so begleiten lassen mit der Kamera, so Reality, so ein Reality-Format? Nee, gar nicht. Das mag ich gar nicht. Also persönlich, ich finde das, ich weiß nicht, ich mache lieber so Sachen, drehe ich dann lieber selber. Ich weiß nicht, wie du da bist oder so. Ich habe gerne die Kontrolle so. Also wenn ich, weiß ich nicht, zum Baumarkt fahre oder sowas oder irgendwie so einen Vlog mache, dann macht mir das voll Bock, wenn ich das selber filme und selber so inszenieren kann. Aber ich war auch mal mit Loffi, Shoutout, Andreas Loff, der hat mich mal in die Metro begleitet, ne? Und hat da so Kamera gemacht, weil das ist ja lustig, gibt's ja diese riesen Butterpackung und so. Das ist einfach Hammer. Aber ich habe echt gemerkt, wie das mich stresst, dass ich nicht so, dass nicht alles so geht, wie ich es halt in meinem Kopf schnell hab. So, ja, ich mach die Butter. Also ich muss dann immer so warten und dann immer sagen. Und dann wird man auch so ein bisschen ungeduldig, was ich gar nicht mag an mir. Weißt du, wirst du eine kleine Diva, willst du ja auch nicht sein. Mhm. Ja? Und weil ich sehr impulsiv bin und so, deswegen glaube ich, würde ich ein Kamerateam einfach in den Wahnsinn treiben, wenn ich ehrlich bin. Weil ich so sehr schnell dann immer alles machen will und so und keine Geduld habe. Ja, und wir drei sind ja alle ähnlich. Wir haben ja auch schon hinter der Kamera gearbeitet oder kennen uns auch mit Schnitt aus und so. Und man weiß ja auch, dass Schnitt kann ja alles versauen. Ja. Also genau. Oder alles besser machen. Das geht auch. Ja, aber meistens ist es. Aber in der Regel verschneiden dich die anderen und dann wird es schlecht. Das ist schon wirklich so. Und dann sieht man doof aus und dann ist man uncool. Und das ist dann halt immer so, da gab es schon auch oft Situationen, wo ich mich geärgert habe, wo ich so dachte, na, das steht mir nicht ganz so gut gerade. Ist das der absolute Klassiker, kennt ihr bestimmt auch, wenn der Realisator sagt, mach mal noch eine für dich, wie du es machen würdest. Ja. Siehst du nie im Schnitt. Never ever landen die im Schnitt. Du, immer die, wo der Text eigentlich oft so super scheiße und langweilig und boring geschrieben ist. Hi, heute sind wir hier beim Festival XXY und so weiter. Dann machst du halt die, sagen wir mal, die safe Streber-Variante. Und ich habe so oft gesagt, lass mir mal eine machen, wie ich es gerne machen würde. Ein bisschen lustiger, keine Ahnung, so eine kleine Idee. Und immer sagen die, ja, mach mal. Und es ist noch nicht einmal in meinem Leben im Schnitt gelandet. Ich habe das jedes Mal, dass ich vorschlage, ich habe noch eine Idee, ich habe mir da noch mal was notiert, vielleicht können wir es so machen. Und damit die mich nicht beleidigen oder so, sagen die mal, wir machen beides. Wir nehmen beides. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Aber dann weißt du ja eh schon, Julia, das landet nicht im Beitrag. Die nehmen wieder das andere. Und das ist immer so ein bisschen... Aber man kann es denen ja auch nicht böse nehmen, den Leuten. Also Shoutout an alle Realisatorinnen und Realisatoren. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, ja. Also ich bin im Schnitt, man will ja auch irgendwie die Arbeit einfach fertig kriegen. Meistens ist auch das Skript so geschrieben, dass der Anschluss besser passt, wenn man es halt irgendwie so macht, wie es geschrieben ist. Aber naja, ist halt immer so ein Ding, ne? Aber das ist halt das Schöne, wenn man es alleine macht. Aber Donny, wie beschreibst du jetzt deinen Job? Also wenn du jetzt beim Arzt sitzt und musst da eine Jobbeschreibung reinkritzeln. Beim Arzt? Naja, muss man eine Jobbeschreibung beim Arzt geben? Na, manchmal muss man, also beim Frauenarzt beispielsweise, musst du schon dann manchmal so ein Formular ausfüllen und da steht auch Beruf. Nee? Ja, okay. Ja, wenn ich beim Frauenarzt bin, mache ich meistens, sage ich einfach ganz klar, was Sache ist. Beamter. Ich bin Beamter. Dann sitze ich mal so da und sage, ich bin Mann. Wow. Worst joke. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber ich finde es sehr cool, dass Maurice da eingegriffen hat, weil ich habe genau das Gleiche auch gedacht. Hä, wieso beim Arzt? Müsst ihr nie jetzt? Irgendwo... Beim Amt meinst du oder so, oder? Na, ich muss also ich habe beim Arzt doch nie meinen Beruf angegeben. Und ich habe übrigens, also man gibt ja manchmal so Sachen an, wo man sich fragt, warum. Zum Beispiel fiel mir gestern auf, dass ich habe gestern einen Termin gebucht, was ganz, ganz Larifari-mäßiges und da musste ich mein Geburtsdatum angeben. Da habe ich mich gefragt, wozu braucht dieser Campingplatz mein Geburtsdatum? Na, ob du ich verstehe es nicht. Vielleicht. Und da musste ich auch, also da musste ich keinen Job so angeben. Aus, deswegen. Ja, wow. Muss man aber ganz oft muss man, also ich verstehe das auch nicht, warum er es macht. Nee, ich frage da gar nicht erst nach. Also ich werde auf so manchen Websites irgendwie komischerweise nach meinem Geburtsdatum gefragt oder so, aber klicke ich einfach auf, bin 18. ich würde sagen, um deine Frage zu beantworten, also mittlerweile zum Glück ist es ganz klar für mich beantwortbar und das war auch ewig in meinem Leben, in meinem Berufsleben so ein, zwar ein sehr krasses Erste-Welt-Problem, I know, aber halt echt, vielleicht kennt ihr das auch, dieser Struggle, in einem Satz sagen zu können, was machst du beruflich, ne? Gerade vor ein paar Jahren, als dieses ganze Influencer, sag ich mal, Creator-Ding noch wirklich auch keinen richtigen Namen hatte, auch etwas negativ behaftet war, ne? Wenn du vor 5, 6 Jahren gesagt hast, du machst YouTube, dann haben alle gleich so gedacht, ja, du bist so Dagi B oder machst nur so, so Pranks und so Scheiß. Und
ja, aber das war nur so am Rande. Also ich habe aber ewig, weil ich auch so Copywriting gemacht habe und dann mal moderiert, dann mal Musik gemacht und so. Und da war es für mich ewig schwierig, weil ich so viel gleichzeitig gemacht habe. Aber auch alles immer nicht so 100%, immer so ein bisschen so, ne? Und jetzt ganz klar kann ich sagen, seit einem Jahr oder zwei, ganz klar 100% Twitch-Streamer, Vollzeit und YouTube. Und das YouTube, der YouTube-Content, der ja bei mir auf dem Kanal oder auf den beiden Kanälen entsteht oder zu sehen ist, der ist zu 80% entsteht der in den Streams, ne? Ich habe jetzt auch einen Cutter seit einem Jahr fest, der super ist. Shoutout an Rez. Ja, wenn mir halt irgendwie eine lustige Story passiert oder in einem, ich spiele ja auch nicht nur Videospiele, eigentlich oft sitze ich ja da und erzähle irgendwie Stories oder so. Es gab was bei Rocket Beans früher, gab es ja Moin Moin, das habe ich super gern gemacht, eine Stunde vor die Kamera einfach labern, so ein bisschen erzählen, was so passiert ist, so Alltagsgeschichten und so. Und mittlerweile ist es so ein gutes eingespieltes Team, ich gehe dann zu meinem Cutter und sage, ey, da Minute Dings war ganz lustig, kannst du mal gucken. Und dann guckt er sich das an und dann schneidet er das knackig irgendwie 10, 15 Minuten zusammen, ne, so für YouTube, so dass es ein bisschen... Da muss man ja immer ein bisschen schneller zu Sachen kommen bei YouTube. Mhm. Die sind ja sofort raus, wenn da nichts in den ersten zwei Minuten was passiert. Also genau, und das deswegen kann ich sagen, die beiden Sachen und natürlich Podcasten. Ne? Ich mache ja meinen Solo-Podcast und mit den Jungs von Gäste ist die Geisterbahn. Jetzt mittlerweile seit 9 Jahren, voll die Opas, ey, Podcast. Gut, dass ihr schon so lange durchhaltet. Voll die Pioniere, das muss man sagen, nicht die Opas. Ihr wart voll ja die Pioniere. Wahrscheinlich fast eine Gruppe mit der ersten, wa? Dann ging das so los, 2010, war? Ging ja, das los? Nicht wirklich. Ich glaube, Podcast-UFO gab es auf jeden Fall auch schon. Und damals hieß es ja noch Sanft und Sorgfältig, gab es auch schon, war auch schon groß. Und ja, lustig, dass du durchhalten sagst, weil das ist halt auch so, weil mittlerweile, ich meine, werdet ihr ja selber wissen, das Podcast-Geschäft ist ja also komplett umgekrempelt von ein paar Jahren. Da geht es jetzt auch um viel Geld und so. Und es gibt viele große Podcasts und so. Und es ist ein bisschen, hat sich ja eher so dahin entwickelt, dass gerade so die, sagen wir mal, die Mittelschicht-Podcast ja auch nicht mehr wirklich viel damit verdienen können und so, ne? Also das ist auch einfach, da sind wir auch immer transparent, weil ich finde das irgendwie, warum nicht, ne? Leute wissen ja, das ist ja auch irgendwo ein Job und nicht nur, dass man sich die Woche irgendwie einmal immer koordiniert mit drei Leuten und einfach nur aus Jux und Dollerei und Bock in die Kamera redet, obwohl es wirklich Spaß macht immer noch, aber ja, irgendwie haben wir einfach Bock auf dieses Projekt weiterhin und wir gehen vor allem auch dieses Jahr dann nochmal auf Tour und machen so Live-Shows und so und das ist das Ding, was uns antreibt und einfach auch motiviert hält und so und das Feedback von der Community und so, das ist ganz nice. Und verdient ihr Geld oder gutes Geld mit eurem Podcast? Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, nicht gutes Geld. Also das war am Anfang, die ersten paar Jahre war es schon deutlich mehr, weil da wirklich so, wir hatten viel mehr so Werbeplacements, ne? Also von Firmen, die, da waren wir auch groß genug, da war ja dieser TKP viel größer, ne? Also, oder wie das heißt, so, wie viel, je nach pro 1000 Viewer oder so, gab's da so eine, wie heißt das, so eine Art Quotient. Ja, ich weiß, was du meinst, Quotient. Weil ich glaube, das heißt tatsächlich TKP, auch bei Podcasts heißt es, glaube ich, auch TKP. Okay, ja, genau, so ähnlich, ja, sowas in der Richtung, genau. Und, ja, das war am Anfang halt deutlich mehr und das ist jetzt weniger, weil auch natürlich nicht mehr ganz so viele Zuschauer wie ganz am Anfang. Da waren, gab es auch noch nicht so viele Podcasts, da hatten wir auch ein bisschen so einen Hype. Und ja, es hat sich irgendwie eingependet, aber wir haben eine sehr treue Stammzuhörerschaft. Das sind schon auch einige Leute und dadurch, dass wir halt dann touren und auch ein bisschen Merch verkaufen und ab und zu. Und es ist ja auch jetzt so, dass Spotify ja auch so Werbung schaltet, ne? Das ist ja auch ganz nice. Nicht nur Spotify, sondern die ganzen, also auf den Podcast-Plattformen, also von fremden Leuten, ne? Das kennt ihr vielleicht auch. Also irgendwelche Firmen, die gar nicht euch spezifisch gefragt haben. Das gibt's bei uns auch gar nicht, gell? Da musst du bestimmt auch irgendwie... Ja, das ist so ein Ding, das... Na, wir haben das noch nicht. Wir sind dafür noch nicht groß genug. Ja, aber das, ja, okay, stimmt. Und tatsächlich in Amerika, muss man sagen, hat Spotify ganz andere Werbeformen für Podcasts als in Deutschland. In Deutschland gibt es im Moment nur, also wenn du bei Spotify hostest, gibt es bei Spotify nur das Abo-Modell. Und die Werbeunterbrechung und so, in den USA gibt es das alles schon. Und naja, mal gucken, wann das nach Deutschland kommt. Ja, also auch so klassische Ad-Reads sind einfach, glaube ich, seltener geworden. Ne? Das haben wir am Anfang immer gemacht. Kriegst ein Briefing, coole Firma, muss man natürlich cool sein. Und dann haben wir da irgendwie ein bisschen uns was zusammen überlegt vorher und dann halt gesagt. Und ich glaube, mittlerweile kriegen wir dann immer noch ein bisschen Kohle, weil halt einfach diese Werbungen geschaltet werden. Und da ist, glaube ich, nur wichtig, dass man auf jeden Fall darauf achtet, welche Kategorien man da drin haben will. Weil da sind teilweise wirklich ganz weirde Produkte, für die du echt keine Werbung machen willst, ne? Keine Ahnung, irgendwelche Casinos oder sowas. Und, wenn du da halt nicht vorher sowas blacklistest, nennt man das, ja, kann das halt echt passieren, dass deine Hörer irgendwie voll die so irgendwie, oder keine Ahnung, so Proteinshakes oder sowas, was jetzt nicht scheiße ist, aber was halt gar nicht passt zu der Zielgruppe oder so, ja. Guter Tipp, müssen wir uns mal mit beschäftigen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird jetzt auch in nächster Zeit wird das auch ein bisschen so das wird wichtig werden, glaube ich. Also ich sehe Julia absolut in der Casino-Werbung. Also da gibt's, das ist ein Match. Ich bin eine sehr, sehr gute Pokerspielerin. Bei Rocket Beans mal ein großes Turnier gewonnen. Ja. Haben mich alle unterschätzt. Ja gut, aber waren ja die Gegner wirklich gut? Es waren viele auf jeden Fall. Hat Daniel Schröckert mitgespielt? Ja. Okay, dann ist es gut, der ist ganz gut. Und als ich gewonnen habe, war ich dann im Finale mit Eddie. Und Eddie ist ja auch nicht schlecht. Ja. Und der hat mich auch unterschätzt. Das ist das Beste, wenn du unterschätzt wirst. Das ist immer das Beste. Vielleicht kannst du ja eine Zweitkarriere als Poker-Casino-Streamerin. Aber da musst du zu Kick dann. Da darfst du nicht weiter Knossi. Da muss ich aber den Podcast aufgeben, sorry. Also ich kann nicht alles machen. Ja, da musst du auch nach Madeira ziehen dann, ne? Aha, wegen Steuern oder Dubai. Madeira ist wegen Steuern und genau, Monaco sind die ganzen Casino-Streamer wohnen da. Ach wegen. Ach so, okay, ja. Ich werd mich mal mit beschäftigen. Also wenn dann die KI uns komplett übermannt und wir gar keine Jobs mehr haben, dann werde ich eventuell doch nochmal so. Bei Madeira, Donny, hattest du, Julia, hast du gemerkt? Da hat sie gestrahlt. Ja, oh, Madeira. Es klingt, als wäre es da warm. Also da hast du mich sowieso schon mal. Naja, auf jeden Fall, was man auch nicht unterschätzen darf, bei Twitch kann man ja auch echt gutes Geld verdienen, ne? Weil du bist ja auch auf Instagram extrem aktiv, aber da machst du ja zum Beispiel gar keine Werbung. Oder? Warte mal, aber jetzt erstmal, also ich beantworte die Fragen, aber ist es so ein Finance-Podcast? Nein, aber weil wir gerade über Geld gesprochen haben. Wir werden das Thema gleich wieder verlassen. Bitcoin ist auch, geht gerade ab. Ich meine, Simon freuen von den Rocket Beans mit den Bitcoins. Also für mich ist das absolut alles cool. Ich habe da auch zum Beispiel letztes Jahr auch ein Video gemacht, einfach auf YouTube, und mit der Community bin ich dann einfach die Zahlen auch durchgegangen bei Twitch. Ne? Das ist das Ding. Das ist krass. Das ist ja transparent. Ja, also das Ding ist einfach, ich sehe das so, da man ja bei Twitch hauptsächlich davon lebt und das Geld bekommt von Leuten, die frei auf freiwilliger Basis deinen Content supporten, ne? Subs und so dalassen, also dieses Abo-Modell von Twitch, finde ich einfach immer die Logik, also hatte ich immer die Logik, für jedermann, wenn man es will, ist es einfach einsehbar. Es ist ganz klar, wie viel ein Streamer bekommt. Also man bekommt 50% von den Subs. Es sei denn, wie früher, du hast irgendwie noch so einen Deal mit Twitch. Das hatten große Streamer, hatten halt früher, das gibt's jetzt nicht mehr, der hatten dann wirklich so 70-30 Verträge, also wirklich 70% der Einnahmen gehen an die Streamer. Das hat sich natürlich gelohnt. Für Amazon auch. Also ne, Twitch gehört ja zu Amazon. Wenn das halt Riesenstreamer, so Montana Black und so haben. Ne? Mhm. Ich bin jetzt da nicht so groß. Ich habe dieses ganz normale Auszahlung. Mittlerweile gerade zur Zeit ein bisschen mehr, aber das ist so ein anderes, ist jetzt auch egal. Es ist so, die haben da so ein Partner-Plus-Programm, da muss man sich qualifizieren für ein paar Monate irgendwie bestimmte Zahlen erreichen und so. Und dann denke ich mir immer so, okay, die Leute müssen nur auf meine Seite gucken und sehen, sagen wir mal, der hat 1000 Subs, jetzt mal, damit es einfach gerechnet werden kann. Pro Sub kriegst du $5 oder $4,99, dann weißt du ja, wie viel ich verdiene, mehr oder weniger. Allein mindestens mit Twitch, abzüglich Steuern und so. Mhm. Und bei YouTube weiß man ja auch immer ungefähr, ne, wie viel man da so verdient. Und deswegen habe ich damit kein Problem, da so ein bisschen die Zahlen dann auch transparent durchzugehen und zu sagen, ja, so ist es halt. Weil ich finde, ja, I don't know, das geht die Leute ja auch irgendwie ein bisschen was an, wenn nicht eine Community so supportet und so. Ich finde das irgendwie weird, wenn ich dann so einen auf, ich steck's mir in die Tasche und halt mich da so bedeckt und dann sieht man mich irgendwann mit dem Porsche rumfahren oder so. Aber so machen es viele. So machen es wahnsinnig viele. Dann guckst du, dann gibt's irgendwann mal so, wir besuchen Donny zu Hause Video und dann hat Donny eine Riesenvilla auf dem Hügel und du denkst dir so, wie ist denn das passiert? Also, das passiert ja, das gibt's tatsächlich, ne? Also, gibt Content Creator, die damit so umgehen. Ich finde deinen Weg ja viel, viel spannender. Ich würde es mir nur manchmal bei manchen Medienhäusern wünschen. Ne? Also, wo du auch Abo-Modelle hast und so, wo du aufwachst, wo geht jetzt meine Kohle hin? Geht die jetzt eher zu Sophia Tomalla oder geht die jetzt eher in die gute Doku? Würde ich gerne mal wissen, RTL Plus. Ja. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Also nur fürs Protokoll, es war ein Joke mit dem Porsche. Ich habe keinen Porsche und ich verdiene auch weitaus nicht so die Richtung. Ich bin jetzt absolut kein Millionär oder super krass, verdiene krass viel Geld und so. Es geht, es passt. Ich habe eine neue Wohnung jetzt, die kann ich mir leisten, also zur Miete. Ich kann mir ein paar Sachen leisten, mir geht's ganz gut, aber auch mich stressen Steuern sehr. Ich muss immer sehr viel Steuern zahlen und auch mich stresst meine hohen Kosten, zum Beispiel für Krankenkasse und so. Und ich muss schon auch gucken, wie ich jeden Monat auf die Zahlen, dass ich auch komfortabel leben kann und mir die Miete leisten kann und so. Ne? Also auch, und vor allem gerade gestern, Fun Fact,
Kennt ihr das? Ich bin jetzt in dem Alter, wo jetzt auch meine Mutter mich so ein bisschen mit Rente und so nervt. Und so, ja, aber Donny, jetzt hast du... Jetzt erst. Die hat es immer wieder versucht und ich habe halt immer versucht, ihr zu erklären, Selbstständigkeit nicht so einfach. Ne, man hat halt zwar... Also ich bin zum Beispiel in der KSK, ne, Künstler Sozialkasse. Mhm. Ja, ich auch. Und ich sag mal so, Stand jetzt habe ich ungefähr 30 Euro Rente, wenn ich... So, also ungefähr, also, der Richtung, also so 65 Euro, also wirklich so lächerlich wenig. Mhm. Aber du kannst ja selber anpassen, wie viel du da reinzahlst. Und ja, ich habe das immer ignoriert und jetzt gerade meine Mutter so, weil das passt perfekt zu diesem, wie viel ich gerade verdiene und das ja. eigentlich eher so ist, dass ich jetzt nicht im Reichtum lebe, hat sie gemeint, ja, habe ich immer so auferzählt, was ich eigentlich verdiene, wie viel, ne? Ungefähr, so ab so netto. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Donny, das reicht nicht, um was zur Seite zu legen für die Rente. Und ich so, hey, wie kann das sein in Deutschland, dass man, also ich verdiene echt ganz gut, wenn alles läuft und ich jetzt irgendwie, und das hoffentlich weiterhin so läuft. Es ist wirklich so, dass du heutzutage so viel verdienen musst, damit du wirklich auch sowas zur Seite legen kannst noch und für die Zukunft planen. Das ist so krass irgendwie. Ja, das ist auch ein Punkt, das stresst mich so hart und das ist in den letzten Jahren ja auch so explodiert und dann höre ich ja auch manchmal so im Freundeskreis, die alle so einen sicheren, oder es ist ja nichts mehr so richtig sicher, also das muss man ja auch dazu sagen, aber so diese ganzen Festangestellten, die wirklich ihre 40 Stunden schrubben, so dieser normale Bürojob, wo ich manchmal denke, das verdient ihr im Jahr? Und dann denke ich mir mal, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, ich denke das aber so oft, wenn mir Leute erzählen, sie haben da eine Wohnung gekauft und hier gehört ihnen ein Haus und ich denke mir das mal so, warte mal, du bist jünger als ich. wie kann das funktionieren? Aber wahrscheinlich, ich aber weiß auch nicht. Aber dafür haben wir die Freiheit und die Flexibilität und das ist mir 1000-mal mehr wert als der Porsche, so weißt du, jetzt mal blöd gesagt. Ja. Ich fahre auch ein schönes Auto, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt mal von diesen Finanzthemen mal so ein bisschen wegkommen. Donny, eine Sache noch, ganz kurz noch. Und zwar, weil das finde ich ganz interessant, was du sagst. Weil ich finde, also wegen Selbstständigkeit und festangestellt sein, ne, das habe ich mir schon immer gedacht irgendwie. Beides hat wirklich Vor- und Nachteile, finde ich. Also ich fand zum Beispiel im Angestelltenverhältnis immer super eben dieses so, ey, ich habe Feierabend nach Hause. Ich habe zwar meistens immer mitgenommen, weil es meistens so kreative Jobs war, ich kann nicht so gut abschalten. Aber trotzdem, alles ist irgendwie erledigt. So, ich habe ganz klar, kann ich planen und ich habe so und so viel Gehalt und muss mir nicht so Sorgen machen. Kann auch mal einen Tag vielleicht faul sein auf Arbeit, ne, war ich oft. Und dann, ne, du hast diesen Druck nicht und diese Anxiety andauernd. Wohingegen du als Selbstständiger das halt die ganze Zeit hast, aber dann halt wieder die Vorteile von, ich kann selber meine, also ne, das ist alles immer so, ich wollte immer das haben, was ich nicht haben konnte. Wenn ich selbstständig bin, vermisse ich die Sicherheit. Wenn ich aber in der sicheren Job war, immer war ich immer so, oh, jetzt irgendwie mal ausschlafen und dann lieber konzentriert 2 Stunden arbeiten und so. I don't know. Ja, und das, was, also womit ich überhaupt nicht mehr klarkommen würde, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich möchte Urlaub einreichen, kann ich da und da Urlaub machen und dann sagen, nee, da haben schon 2 andere Kollegen Urlaub. Ja, und vor allem musst du das da Anfang Januar machen, Julia, für deinen Urlaub im Oktober. Ja, meine Mutter plant ihr ganzes Jahr. Die fragt dann, ja, ich könnte im Oktober nochmal. Ich so, Mutti, ist es März? Ich weiß ja nicht, was im Oktober ist. Ja, also, ich weiß nicht mal, wo ich nächste Woche bin, ganz ehrlich, oder? Also ungefähr. Ja, aber so geht's mir auch. Also so dieses Vorausplanen und dann halt gucken und dann jemanden zu fragen, ob man dann frei machen darf. Ist so absurd auch. Also na klar, das ist das System und so muss es ja auch laufen, aber das wäre für mich einfach so eine Einengung, da mache ich lieber ein paar andere Abstriche, als jemanden zu fragen, ob ich Urlaub machen darf. Ja, finde ich auch, verstehe ich voll. Bisschen wie so Gefängniswärter gehen und sagen, kann nicht mal raus. Mäßig. Ja, und dann übrigens sagen haben wir alle das gleiche Schuhe MV7, fällt mir gerade auf. Stimmt, aber es sieht dreimal anders aus. Es ist aber dreimal anders aufgebaut. Hast du nicht ein anderes? Hast du nicht den Vorgänger von meinem? Nee, ihr habt das gleiche, du hast nur einen anderen Sockel. Da müsst ihr doch mal Schuhe Bescheid sagen, dass sie vielleicht ein kleines Sponsoring für euch raushauen. Oder? Ey, Schuhe ist super, ich liebe Schuhe. Ich liebe Schuhe auch. Hier, jedes so ein Mal. Gutes Mikrofon. Ja, du hast es mit USB, deswegen, Julia. Und ich habe das hier mit XLR. Aber funktioniert auch wunderbar mit XLR. Dieser Sound, oder? Ist extrem gut. Und je nachdem, was du möchtest, mit XLR oder USB. Man kann auch was Schönes einsingen mit dem Mikrofon, wenn man das möchte. Soll man Kanon anstimmen? Nein, weiß ich. Donny, du hast gerade schon von deiner Festanstellung gesprochen. Damals, als wir uns kennengelernt haben, das muss so 2013, 2014 gewesen sein, da warst du Autor bei Circus Halligalli. Kann das sein? War das so in der Zeit? Ich glaube... Es war noch ein bisschen früher. Nee, doch, kann schon sein. Doch, müsste sein. Und das war übrigens auch selbstständig. Da habe ich als Freier. Ach, da hast du selbstständig schon gearbeitet. Genau, war echt nicht lange da. Ich war, glaube ich, eine Staffel komplett da und dann die zweite Staffel so ein bisschen noch. Das war nämlich so,
dass ich, also ich hole jetzt einfach mal aus und erzähl mal kurz, wie das dazu dafür kam. Sind wir da. Ich war ja früher auch, ich habe ein Praktikum gemacht bei Viacom, also bei, genau gesagt, bei Comedy Central und Nickelodeon. Das war so eine Abteilung. Ja. Sieh die Straße bei mir runter. Genau, ja, ja. Mhm. Also jetzt mittlerweile, aber nicht die Stralauer, meinst du, ne? Die waren ja früher in der Stralauer Allee. Ja, ich sag jetzt nicht wo. Ah ja, genau, okay. Genau. Wollen dich jetzt hier nicht doxen, nee. Genau, und in der Zeit, ich mache jetzt einfach die Kurzvariante und rasiere das jetzt mal in den so Lichtgeschwindigkeit durch quasi diese ganzen Jahre. Es gab dann eine Sendung MTV Home, ne? Das ist ja quasi der Vorgänger von Circus Halligalli und von, oder von Neo Paradise. Und die Kernredaktion ist übrigens immer noch die gleiche bei Florida mittlerweile. Ne? Also die paar Leute, so Schmitty, Jakob Lund. Man erkennt sie auch immer wieder, auch in Beiträgen und so. Genau, ne? Man sieht da Daniel Raulede und so, also diese ganzen Leute. Ich habe halt damals Schmitty, also Thomas Schmidt, einfach kennengelernt in meiner Zeit als Praktikant und so. Und wir haben uns gut vertragen, waren öfter mal zusammen im Rosis. Das gute alte Rosis in Friedrichshain, feiern und so. Rest in Peace, gibt's leider nicht mehr. Hat Corona nicht überlebt, sehr schade. Schade. Ja, ja. Und genau, und irgendwie habe ich dann, ich habe ja Grafikdesign dann gemacht und mein erster Auftrag als Selbstständiger, also von Praktikant zu, ich habe dann so einen Vertrag bekommen, so ein freier Mitarbeitervertrag, der war sehr begehrt, weil das hieß, du kannst dann quasi mit Viacom, da hast du echt super viele Aufträge jeden Monat. Ne? Das war immer der große Traum, das zu kriegen so nach dem Praktikum, so wie eine Übernahme war das, aber als Selbstständiger. Also im Endeffekt war es auch schlecht bezahlt, muss ich sagen, 150 Euro am Tag hat man bekommen, Tagessatz. Ja, ja, das ist echt lächerlich. Brutto? Ja, klar, brutto, ne? Wow. Na gut, ja, ja. Es waren noch andere Zeiten. Das also ist Tagessatz, her. Ne? Aber man, das geht dann schnell weg. Habe ich dann auch gelernt mit Steuern und Versicherungen und so. Das ist dann doch nicht so viel. Nee, auf jeden Fall. Und dann habe ich das Logo gemacht für MTV Home. Ja, also da an dem Logo mit einem, ja klar, ein ganzes Team war dabei und der Art Director und so. Aber im Endeffekt habe ich das gemacht und mit denen dann auch viel zusammengearbeitet mit Studium. Ich glaube, wir haben uns einfach gut verstanden und ich glaube, wir haben so beim Abhängen so ein bisschen gemerkt oder Schmitty hat ein bisschen gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen lustig bin oder so. Also ne, es ist ein bisschen weird, das selber zu sagen. Aber ich habe ein paar. Du bist schon lustig, Donny, kann man schon sagen. Ich lache sehr oft über deinen Content. Danke, das freut mich. Also, ich glaube, ich habe ein paar Jokes gemacht irgendwie und das, ich glaube, dass er hat so ein bisschen dieses Entertainer-Gainige mir so entdeckt und die ganze Redaktion sind ähnliche Typen. Das sind alles ein bisschen so, sagen wir mal, Typ-Klassen-Clown. Ne? Also, da hat er wohl gedacht, ich passe da gut rein. So, und über die Jahre. Ein paar Jahre dazwischen habe ich dann immer mal wieder auch so Moderationsjobs gemacht und so. Das wirst du auch, das wird ihr, werdet ihr ja beide kennen, ne? Ab und zu mal irgendwie 6 Monate irgend so eine Sendung, dann da wieder eine Sendung und, oder einen Piloten nur drehen und so. Ich glaube, Piloten haben wir viel gedreht im Leben. Ja, ja, genau. Klassiker. Ja. Und Thomas hat in der Zeit immer mal wieder mich gefragt, so, hey, hast du nicht mal Bock bei uns, so Redaktion zu machen? Neo Paradise, glaube ich, damals. Oder Home, oh, ne, Home war es noch nicht, aber. Und ich habe immer zu ihm gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war ich voll auf dem Trip, ich will Grafikdesigner sein. So, ich war dann auch in der UdK, habe das ja auch studiert und das war voll so, nee, ich will da nicht irgendwie Redaktion, was ist das und so. Und ja, und irgendwann dann tatsächlich haben sie Leute gesucht, die quasi off-season einfach so eine Art generelles Brainstorming machen, natürlich im Soho-Haus, klar, wo man natürlich ein Wochenende sich einfach nur trifft und dann so ohne Zeitdruck, ist ja eine wöchentliche Sendung, Circus Halligalli, ne? Das ist ja extrem stressig, wenn du da 2-3 Matzen machen musst die Woche, ne? Das alles zu koordinieren, zu drehen, zu schneiden und so. Und aber in dem Fall ist es so, dass es quasi weit vor der Staffel treffen die sich da einfach, da wird Käffchen getrunken, auf den Couches rumgelummelt und dann einfach so ganz so ohne Druck Ideen rausgehauen. Und dafür hat mich dann Thomas eingeladen und das war super und bin ich auch echt sehr dankbar. Und ich glaube, da habe ich mich dann nicht so schlecht angestellt. Ein paar Ideen beigesteuert, es hat gut gevibed so. Wir haben einfach, es ist ja viel so Redaktionssitzungen, es sind ja viel einfach so, und was wäre wenn? Und dann so ohne, dass man denkt, darüber nachdenken, ob es realisierbar ist oder nicht. So völlig abdrehen. So, was, wenn dann Klaas irgendwie auf Rollschuhen dann irgendwie so auf dem Pedalo fährt und keine Ahnung, und dann kommt noch jemand mit was und das ist eine coole Energie. Und da sind ein paar Sachen entstanden und dann hat mich einfach Thomas eingeladen und gesagt, du, pass auf, Anfang der Staffel bist du einfach dabei als freier Autor, mach's mal mit, gehst mit ins Studio, gehst mit in die Redaktionssitzung und kommst halt jeden Tag her. Und so war das dann. Und ich sag mal so, zum Ende hin war das mir dann doch ein bisschen zu viel Druck. Das wissen die Jungs auch. Ich kam damit nicht so gut klar. Da gehe ich auch offen mit um. Habe ich auch in meinem Podcast mal in der Folge drüber gesprochen. Das war am Ende alles nicht so ein geiles Ende für mich, weil ich fand das dann sehr schwer, diese Kreativität auf Knopfdruck abzurufen. Also ich bin auch sehr verkopft und habe ein bisschen mit Unsicherheiten so zu kämpfen. Und wenn ich erstmal in so einen Modus komme,
in der ich so unsicher bin und mich selber hinterfrage, bin ich gerade eigentlich lustig, sind die Ideen gut genug, oh, ich muss heute, ich habe in der Sitzung ja gar keine Idee beigetragen und so, dann komme ich ganz schnell in so eine ganz schwierige Teufelskreisspirale, dass ich ganz unsicher bin und mich gar nicht mehr traue, irgendwie was zu sagen, und gute Ideen habe ich dann auch nicht und so, deswegen, aber ich habe daraus viel gelernt, also ich habe daraus einfach gelernt, dass man echt gucken muss, dass man sich nicht so sehr stresst und, ne, also I don't know. Oder vielleicht ist es auch einfach nichts für mich gewesen, so. Obwohl es bei Rocket Beans dann eigentlich auch ganz gut geklappt hat, dann später mit, wir hatten ja auch eine Late-Night-Sendung. I don't know. I'm babbling, aber vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Ich will damit nur sagen, es war... Ja, den Druck kann ich schon nachvollziehen, wenn du immer, Circus Halligalli war montags, glaube ich, ne? Wenn du immer montags abends eine, wenn es geht, die beste Sendung machen musst, und zwar besser als alle zuvor. Und aber es gibt halt einfach Wochen, da bietet sich nichts an. Das ist einfach so. Das ist ja auch, ich meine, ich habe 4 Jahre lang bei RTL Tagesberichterstattung gemacht. Und es gibt einfach Tage, da ist nichts. Da ist einfach nichts. Ja. Und trotzdem musst du die Sendung füllen. Ne? Und dann füllst du die manchmal mit Sachen, wo du denkst, so finde ich jetzt persönlich gar nicht so spannend und nicht gut. Und du musst es trotzdem machen, weil sonst sendest du gar nichts. Und dieser Druck ist halt schon. Und vor allem noch, also, und wenn du was in Anführungsstrichen Lustiges, Unterhaltsames machen musst, dann nimmst du dann irgendwann auch Ideen, die vielleicht doch gar nicht so gut sind. Einfach nur, weil keine andere da ist. Ja, ja, das, da sagst du was auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Ding. Vor allem damals weiß ich noch, man ist ja sehr in so einer Bubble drin. Du wahrscheinlich auch da bei RTL in der Redaktion und ich da bei der in der Redaktion. Wenn man erstmal da drin ist, findet man eigentlich alles tendenziell erstmal gut und besser als von außen betrachtet. Und wir haben dann teilweise meine Kumpels auch damals so gesagt, dann so an so einem Abend so, oh, die Sendung, fandst du das jetzt lustig oder was und so? Und ich war voll so im Verteidigungsmodus, so, hä, ist doch voll geil und so, weil ich halt die ganzen Insights kenne, ich in der WhatsApp-Gruppe mit den Jungs von Halligalli die Sendung gucke und das einen ganz anderen Blick drauf habe. Aber Jahre später, gebe ich zu, habe ich diese Sendung wieder gesehen und fand das überhaupt nicht lustig. Also weißt du, es soll jetzt kein Diss an Halligalli sein, aber es ist einfach die Realität. Wenn man in so einer Bubble ist, dann ist es ganz schwer, finde ich, dann irgendwie auch mal wieder von außen einen Blick drauf zu bekommen. Das ist auch so ein Learning, was ich damit raus so genommen habe. Bei Rocket Beans war das genau das Gleiche, ne? Das ist ja auch sehr bubbelig. Und ich glaube, es ist immer mal wieder gut, ab und zu. Ja, genau. Es ist immer gut, mal so 2, 3 Schritte. Ich weiß, ich klinge jetzt, als wäre ich voll erwachsen und hätte jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber. Ja, du hast schon viel Berufserfahrung, klar. Ja, manchmal muss ich mir das selber auch in Erinnerung rufen, weil ich mich immer noch fühle im Kopf wie 25 irgendwie aus irgendeinem Grund. Und manchmal auch so, ich glaube, dieses Hochstapler-Syndrom habe. Aber ja, es stimmt schon, ich habe echt viel gemacht irgendwie und auch eigentlich ganz gut was erreicht und so. Aber trotzdem, diese ganzen Learnings, die kommen jetzt so mit fast 40 bei mir erst. Und manchmal denke ich mir so, ah, hätte ich die mal früher gewusst, aber dann wäre ich auch nicht die Person, die ich jetzt bin, ne? Also... Ich glaube, halt das ist schon alles richtig so, weil mit Anfang 20 macht man halt Dinge anders als mit Mitte 30. Das ist ja völlig klar. Aber du hast eben auch die Unsicherheiten angesprochen. Hast du das heute auch noch? Weil du lebst ja jetzt eigentlich in deiner eigenen Bubble, ganz alleine. Also da hast du ja gar nicht irgendwie an. Also du hast ja nur quasi das Feedback von deiner Community und die ist dir ja eigentlich wahrscheinlich fast immer gut gestimmt, oder? Ja, genau. Also Unsicherheit wird, glaube ich, bei mir immer ein Thema sein. Das hat jetzt auch tatsächlich bei mir gar nicht mal nur was mit dem Job und so oder mit Bubbles und Community zu tun. Ich glaube, das ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Also ich habe das ja auch im Privatleben und so. Das ist in meiner Familie einfach etwas ausgeprägt. Das ist so ein bisschen, also nicht nur... Also auch meine Cousins und aus irgendeinem Grund haben wir das alle so ein bisschen, ne? Diese so ein bisschen Unsicherheiten und so. Und ich lerne aber mit der Zeit immer mehr, das einfach zu akzeptieren, die Seite an mir. Und einfach zu wissen, so, ich kann das besser abtun mittlerweile. Ich merke so, ich bin schon wieder am Grübeln und mache mir irgendwie auf einmal so abends irgendwie Gedanken über, was habe ich denn da gesagt und so. Und kommt das jetzt scheiße an und so, dass ich einfach das besser, nicht jeden Tag, aber mittlerweile immer besser hinkriege zu sagen, mir selber so auf die Finger zu hauen und sagen, nee, jetzt pass auf, das ist nur deine Unsicherheit gerade wieder. Schlaf mal eine Nacht drüber, dann siehst du es auch anders. Und man sieht es fast immer anders am nächsten Tag. Und wenn es mich aber weiterhin beschäftigt, mache ich es mittlerweile so, dass ich dann wirklich Entscheidungen fälle und dann die Person einfach anspreche, höflich und nicht impulsiv, sondern mir Gedanken machen, wie kann ich das kommunizieren? Einfach sagen, hey, du, ich habe da was im Kopf, kann vielleicht jetzt komisch rüberkommen oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da war irgendwie was und so und dann spricht man das an. Ey, und meistens kannst du das dann klären. Entweder kriegst du eine klare Antwort, nee, da war nichts, ja, so, alles cool. Aber muss wenn man du das dann halt aber dann, auch akzeptieren. Das, aber das fällt manchmal schwer. Genau, das fällt mir natürlich auch schwer, das fällt natürlich jedem schwer. Oder manchmal ist was und dann kriegst du genau erklärt was. Und dann kannst du ja danach immer noch sagen, ja gut, sehe ich das ein. Oder bist du gerade einfach nur nervig? Aber dann ist es für dich okay und dann kann ich das so abtun. Und dann tue ich nicht alles auf meine Person beziehen. Und immer wieder muss ja dann denken, jeder Mensch ist ja in sich, ne, wir sind alle irgendwie, haben alle unsere Probleme, haben alle unsere Sicht auf die Welt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich jetzt mittlerweile immer besser hinkriege, so, ja.
Da ist ja das Gleiche mit Feedback und so, wie du meintest. Das muss ich auch dann ertragen. Wenn dann einer meine Sache nicht gut findet, ja, dann kann ich das viel besser ertragen mittlerweile oder abtun, als zum Beispiel bei Rocket Beans. Klar, weil das ist eine Community, die nicht alle dich geil finden. Die finden, die einen finden Eddie super, die anderen Simon, manche Florentin, ne? So, und dann bist du da und bist in der Sendung mit allen drin. Und dann sind natürlich Leute dabei, die sagen, oh, der nervt schon wieder mit seinem Scheiß und so, weil die mich entweder nicht mögen, ist ja okay, oder meinen Humor nicht feiern und so. Und das habe ich zu der Zeit fast immer persönlich genommen. Es hat mich total beschäftigt, habe da einzelne Kommentare, haben mich so richtig runtergezogen. Krass, und so. Das, du wirkst gar nicht so als Typ, der das auch damals schon nicht. Ja, habe ich sehr viel auch überspielt, da war ich auch ein bisschen aufgedrehter noch und so, da habe ich mehr so eine Rolle, sag ich mal, gespielt vor der Kamera als jetzt so, also eigentlich kaum noch, aber ja, und irgendwann habe ich dann, das hat mir damals, weiß noch, Schröck hat immer gesagt, Donny, du kannst dir eben qualle. So, das sind irgendwelche Leute, die mögen, ist doch egal. So, und ich konnte es aber nicht, ich habe das nicht geschafft zu verinnerlichen. Und ich bin so froh, dass ich das irgendwann gerafft habe. Und natürlich ist es einfacher, als sozusagen als Einzelperson eine Community zu haben, das natürlich, ne? Weil klar mögen mich die Leute, wenn die es gucken. Sonst, warum sind sie dann da? Ist ja klar, dass dann. Aber ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man dann nicht zu sehr immer nur Bestätigung von der eigenen Bubble bekommt und das dann nimmt als, ich bin deswegen so ein toller Typ oder was. So. Also es ist immer so die Mischung so. Ja, und man muss aber auch dazu sagen, die Rocket Beans Community ist ja auch sehr speziell. Also die kann auch richtig hardcore sein. Ich weiß damals noch, als Lars angefangen hat bei den Rocket Beans, der hatte auch wirklich einen harten Start. Ne? Also du wirst ja als Neuer da auch vielleicht erstmal so ein bisschen gestellt, sag ich mal so. Ja, die Feuertaufe nennen wir es, das war bei jedem so. Also jeder hatte immer, ich hatte auch einen holprigen Start. Ich sag da nur, ey, ich habe da so ein Zelda-Let's Play gemacht, ey, und diese erste Folge, ey, die Leute haben es so gehasst. Und die haben mich zerrissen, ja. Ja, voll, aber auch ein bisschen zurecht. Aber sowas habe ich da auch noch nicht eingesehen. Da war ich noch im Abwehrmodus, so im Sinne von. Und du kannst ja nicht nur durch die Welt gehen und sagen, ja, wenn du mich nicht gut findest, dann verpiss dich halt. Das geht ja auch nicht. Ja. Ja, du musst ja auch trotzdem offen für Kritik sein. So, ein bisschen zumindest. Und wenn es sachlich ist und wenn es nicht irgendwie gegen deine Person geht, einfach nur. Und diese Feuertaufe hatten wir, glaube ich, alle. Aber ich glaube, das ist so ganz normal, weil ich glaube, Menschen mögen halt Veränderungen einfach nicht so. Ich bin ja auch so, wenn eine neue Funktion bei Instagram kommt, ne, rege ich mich einen halben Tag darüber auf. Ja, ja, aber nächste nur, Woche wenn die nutze ich das. Ey, geil, ich mache die Umfrage in den Kommis, weißt du, so. Ja, aber manchmal werden diese Veränderungen bei Instagram auch genau an der Stelle, wo du früher mal hingeklickt hast. Dann ist da plötzlich so ein dämlicher Shop-Button und du drückst den ganzen Tag aus, dass ich auf so einen dämlichen Shop-Button und fragst dich, was ist der Mist? Also, kommt drauf an und ja, egal. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei den Rocket Beans, weil letztendlich hast du dich ja dann entschieden, da zu gehen. Mhm. Ja, wieder. 2019 also, bist du gegangen, ne? Genau, ich habe 2018 schon, also vor Corona auf jeden Fall. Mhm. Ich war dann 3 Jahre da und ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich wieder mein eigenes Ding machen will, ganz einfach. Also ich habe irgendwie gemerkt, das Redaktionelle gefällt mir eh nicht so. Ich glaube, das haben auch die Kollegen gemerkt. So, das ist einfach auch nicht so das, was mir Spaß macht. Ne? Also sozusagen Konzepte schreiben und an Sachen arbeiten, wo ich jetzt nicht direkt Aktien drin habe, so als Person vor der Kamera oder so. Ey, das geht mir ehrlich. Genauso. Ich nenne das, weißt du, wie ich das immer nenne? Ich kann mich schwer für fremden Content begeistern, nenne ich das immer. Ja. Das klingt eigentlich so scheiße, schon. Aber es ist so. Ich kann mich schwer für fremden Content begeistern. Ich finde, das klingt nicht scheiße. Ich finde, das ist genau richtig so. Und das ist ja auch eigentlich total nachvollziehbar. Und ich glaube, das macht auch sehr gute Autoren aus, so TV-Autoren, die das einfach komplett können. Ne? Die also, die vielleicht dann selber auch gar nicht so gerne vor der Kamera sind, sondern diese im Hintergrund Autoren. Habt ihr bestimmt auch schon ein paar Leute gehabt in eurer Karriere. Die eher die ruhigen Typen oft so, ne? Die dann irgendwie gar nicht so extrovertiert sind. Die schreiben den geilsten Scheiß so, weil die das so einfach da, die können das so trennen. Ich konnte das nicht so gut. Ich wollte irgendwie so ein bisschen mein Ding machen. Und ich habe auch Hamburg nicht so mega geil gefunden. Das ist auch so eine Sache, die oft so ein bisschen auf Unverständnis stößt. Aber ich bin mittlerweile 17 Jahre in Berlin, also minus die 3 Jahre da in Hamburg. Hatte auch meine Wohnung behalten damals und irgendwie hat es mich einfach zurückgezogen. Also ich habe dann auch nicht so viele Freunde in Hamburg gehabt und so. Es klingt jetzt so ein bisschen sad, aber es war nicht so super sad. Ich habe da einfach nicht so richtig es geschafft,
da so neue Wurzeln zu schlagen, sage ich mal. Ich meine, ich war ja da auch schon 35, 36, ne? Ich bin ja dann auch nicht Mitte 20 und gehe dann irgendwie jeden Abend weg oder fange dann Dating an. Ja, man arbeitet ja auch viel. Also letztendlich, das sind ja alles Jobs, wo du nicht morgens um 10 ins Büro kommst und um 17.30 Uhr oder so gehst oder um 18 Uhr, sondern du bist da ja viel, viel länger. Das beschäftigt dich die ganze Zeit. Du hast auch gar keine Zeit, Freunde zu finden, so blöd das klingt. Genau. Ne? Aber ist so. Und meistens ist man ja dann mit den Kollegen auch noch eigentlich befreundet. Also dann ist es 24/7 sozusagen Rocket Beans Kosmos und so. Und ich habe irgendwann gemerkt, so meine Kreativität leidet auch darunter und so. Ich hatte irgendwie nicht mehr so viel Bock und habe auch gemerkt, dass ich einfach so ein bisschen ausgelaugt war. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, weißt du was, ich gehe wieder zurück und guck mal einfach, geh wieder in die Selbstständigkeit. Und das Geile ist eigentlich, ich habe damals so in den ersten Wochen, als ich zurück war, ich habe damals auch noch so schon, da habe ich direkt angefangen, da habe ich ein paar Sachen, da habe ich auch mit Evelyn Weigert zum Beispiel so einen Piloten gedreht und da war ich voll so, okay, jetzt werde ich wieder Moderator so und habe so ein paar Moderationsjobs und ich werde es jetzt einfach nicht sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man darüber reden darf, aber gibt auch immer diese NDAs, deswegen lass mich, aber eine große Sat.1-Produktion, sage ich mal, war ich auch eingeladen für so ein Ding und so und dann kam Corona. So. Also ich bin quasi wieder zurück und hatte aber schon so ein bisschen geguckt und durch Rocket Beans bin ich auch, werde ich immer dankbar sein, ohne Witz, das hat mir sehr viele Türen natürlich aufgemacht, ne? Gerade als vor der Kamera Mensch, ne? So viele Leute haben das gesehen. Moin Moin, es war eine super Präsentationsfläche, sage ich mal, für mich als Moderator oder als Comedian oder was auch immer, wie man das nennt, Entertainer. Und hab dann einfach gutes Gefühl gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, hey, da werden sich schon so ein paar Sachen ergeben irgendwie. Und das war dann auch so, ja, und dann kam halt Corona. Und dann habe ich halt gedacht, ey, weißt du was, probiere ich mal dieses Streamen aus. Und jetzt ist 4 Jahre her und ich mache das immer noch. Also es war alles so ein bisschen. Mega. Ja. Und du hast aber die Community schon auch bei den Rocket Beans dir sicherlich aufbauen können, oder? Weil da sind sicherlich viele geblieben, auch als du gegangen bist. Auf jeden Fall. Also das war ein absoluter Kickstart, das kann man nicht anders benennen. Und das ist auch immer weird bisschen für mich, weil ich manchmal auch so denke, boah, ich hatte da echt Glück, weil andere Leute, gerade Twitch, also heutzutage ist ja wirklich so, das ist ein absoluter Traumjob von jungen Leuten und so. Jeder will irgendwie gefühlt Twitch-Streamer oder Streamerin werden. Und das ist ja ein absoluter Grind, ohne so ein, sagen wir mal, Amplifikator nenne ich es jetzt mal, ne? Also irgendwie so, das war ja wirklich so, ich kam ja dahin und hatte schon 100, 200 Zuschauer da, weißt du, so, was nicht wenig ist. Und das war natürlich mega vom Vorteil und das waren natürlich dann auch eher die Leute, die mich eh lustig fanden. Dann kam auch noch dazu, wir hatten halt zum Ende meiner Zeit bei Rocket Beans auch ein super erfolgreiches Format, wo wir alle nicht wussten, woher das denn kam. Das war dieses Rage of Empires, da haben wir Age of Empires 2 einfach wieder so ein bisschen wieder auferstehen lassen. Also das klingt jetzt ein bisschen, als wären wir so Jesus oder so. Aber nee, die Community gibt's ja, also zieht sich ja wirklich durch. Seit über 20 Jahren gibt's ja Age of Empires so. Da gibt's auch Profis und so. Aber dieses Format hat irgendwie einen Nerv getroffen. Und ich habe dann dadurch auch noch mal mehr Leute, glaube ich, so ein bisschen für meine Art begeistern können, die mich vielleicht sonst eher so ein bisschen anstrengend fanden oder so. Und das ist ja auch oft so, nehme ich auch nicht mehr persönlich, wenn man irgendwie so random mich mal sieht in irgendeinem Format. Kennst ja auch bei Rocket Beans, Julia, diese Let's Playly oder Almost Daily. Da ist ja manchmal, ist man dann aufgedreht, also du jetzt nicht, aber ich eher. Und da kann ich schon verstehen, dass man dann so, wenn man mich nur peripher wahrnimmt, einfach denkt, was ist das für einer? Das ist ein bisschen nervig, vor allem früher war ich da ein bisschen aufgedrehter. Und ich glaube, das Format war für mich perfekt, weil ich da sehr so war, wie ich bin, so. Und es hat gut harmoniert mit Florentin, Marco und Mara. Und mit diesem, sagen wir mal, mit diesem Image, sag ich mal, bin ich ja da raus und da konnte ich natürlich einfach einige Leute von der Community von Rocket Beans so ein bisschen für meinen Solo-Scheiß auch begeistern, sag ich mal, genau. Und letztendlich ist es ja auch die Reise, ich sag das jetzt mal so ganz klischeehaft, die Reise zu sich selbst ja eigentlich auch, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, dass man einfach nur man selbst ist. Dass man gar nicht mehr irgendeine Rolle annimmt, gar keine Rolle mehr spielt. Weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, gerade wenn man von außen so viel Feedback bekommt, so muss ich sein. So muss ich sein, dann komme ich gut an. Aber wenn ich das so mache, dann mögen mich die Leute. Also ich meine, kennen wir das nicht alle, die vor der Kamera stehen oder die halt auch so ein bisschen für die Leute etwas machen? Man will ja auch. Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst passiert. Also ich glaube nicht, dass man irgendwo im Kopf so eine ganz bewusste Conclusio hat und sagt so, wenn ich jetzt das und das mache, mögen mich die Leute. Ich glaube, man nimmt das dann irgendwann so an und man merkt das gar nicht. Und dann kommen irgendwann so Leute, die dich von früher vielleicht kennen und sagen so, also jetzt so die letzten Jahre, da hast du dich aber verändert. Und das ist vielleicht dann der Moment, wo du kapierst,
ne, was du da eventuell gemacht hast oder was da passiert ist. Und das ist, glaube ich, das, was dann schon passiert. Plus, was man natürlich auch nicht vergessen darf, das ganze Umfeld, ne, das steckt einen ja auf eine gewisse Art und Weise im Positiven wie im Negativen an. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei den Rocket Beans landest, was ja zu dem Zeitpunkt ein wilder Haufen war, also es ist immer noch, aber zu dem Zeitpunkt ein wilder Haufen mit wahnsinnig viel Energie im Aufbruch und auch mit sehr viel Aufmerksamkeit von außen, das ist natürlich, das überträgt sich automatisch auf dich. Das kann man gar nicht, also das geht nicht, glaube ich. Ja, also ja, aber deswegen dann leider auch deswegen dieses fucking Kappen-Meme, was alle zwei, drei Monate rumgeht, wo diese ganzen Rocket Beans-Mitarbeiter mit einer Kappe zu sehen sind und dann immer so, erkenne den Mark Forster oder sowas. Immer so ein fucking, dieses Meme wird mich mein Leben lang verfolgen. Und ich bin da auch drauf. Aber ja, also ich glaube schon, das ist ein großes Thema. Ich weiß aber nicht, Julia, du meintest, ob das jeder kennt, der vor der Kamera ist. Das frage ich mich nämlich auch. Ich glaube nämlich nicht, ich glaube, es gibt halt wirklich auch die Leute, die sind aber gerade leider, also aus meiner Sicht leider, teilweise am erfolgreichsten gerade so im deutschen Promi-Zirkus, die wirklich nur eine Rolle spielen. Also die so richtig so ein, ich habe das Gefühl, die sind schmerzfrei. Also die sind wirklich, die können so stempeln, wie es Festanstellung gehen. Die sind so vor der Kamera oder wo auch immer, auf so Events sind die quasi jetzt für die Reality-Doku oder für die Sendung oder sind sie jetzt da, diese Rolle und die bedienen sie auch, diese Schublade, weil die Leute lieben das ja so. Mhm. Und dann ist quasi Arbeit vorbei und dann haben die fett Kohle, fahren geiles Auto und haben ein glückliches Leben, so weißt du so, und sind da nicht so verkopft. Das wünsche ich mir bei mir manchmal tatsächlich auch, dass ich das hätte, dass ich so ein bisschen weniger einen Fick drauf geben würde. So sind einfach so, okay, mach's halt an, bedien doch einfach das, was die Leute sehen wollen, und dann nimmst du es auch nicht so richtig mit nach Hause, so viel, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Genau, also schwierig. Ich verstehe. Ja, ich verstehe das total, weil es würde Dinge einfacher machen, so blöd es klingt, ne? Es würde Dinge wirklich einfacher machen. Aber auf der anderen Seite würde es auch, also die Welt wäre viel, viel langweiliger, meiner Meinung nach, weil du dann nur noch so Prototypen von bestimmten Charakteren hast und die werden immer wieder repliziert und die sind dann immer wieder da. Das fände ich irgendwie blöd, und irgendwo muss es ja auch noch, so blöd das klingt, so ein Korrektiv geben, das genau das sagt, das dann sagt, ja warte mal, also ne, hier die Figur und so. Mich nervt das auch tatsächlich an Fernsehproduktionen oder nicht auch, also generell an Produktion, das genauso besetzt wird, ne? Also es gibt dann den Typ A, B, C, D und wir brauchen dann noch das. Und das ist egal, ob es jetzt, also es gibt wenige Serien, die dem Klischee nicht entsprechen, Realities, die dem Klischee entsprechen, finde ich halt auch ein bisschen, das ist so vorhersehbar geworden, das nervt mich. Und das resultiert aber daraus, dass Leute bereit sind, eine Rolle zu geben und zu machen. Und das finde ich gar nicht so spannend. Ich glaube, das Fernsehen ist da auch noch mal was anderes. Aber ich glaube, auf Social Media ist es schon wichtig, dass du einfach authentisch bist und halt einfach du selber bist und keine Rolle spielst. Weil dann kommt, glaube ich, auch die Reichweite und der Erfolg. So fühlt sich's für mich jedenfalls an. Und Donny, du machst ja auch einen eigenen Podcast. That's what he said. Ja. Den machst du jetzt auch schon eine ganze Weile, ne? 3 Jahre oder so. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es sind schon 3 Jahre, genau. Gerade heute kam die 162 raus. Also, ja. 162. Da können wir noch nicht mithalten. Wir sind quasi noch ein Baby im Podcast-Geschäft. Ja, aber. Ja, und das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt, das sage ich auch immer in dem Podcast, ich weiß auch nicht warum, das ist für mich so ein bisschen wie wöchentlich so eine Art Therapiesitzung. Ich sollte tatsächlich eigentlich echt zur Therapie, aber ich finde keinen Therapieplatz. Herzlich willkommen in Deutschland. Ja, es ist so schlimm, ne? Man findet es ist, nichts. Es überfordert mich krass, aber es ist ein anderes Thema, aber ich rede da in meinem Podcast viel drüber. Aber ja, ich habe das heißt, du setzt dich einmal die Woche hin zu Hause, alleine mit dem Mikro und erzählst einfach so ein bisschen über deinen Tag, was dir so passiert ist, wie es dir so geht. Also da wirst du dann auch mal ein bisschen ernster und sprichst auch über ernstere Themen. Genau, also so kann man das sagen. Also ist aber auf jeden Fall nicht so, dass ich jede Folge so ein bisschen so meinen Tag und so erzähle, sondern das passiert auch mal. Es ist eher so ein bisschen jedes Mal eine Überraschungstüte, würde ich sagen. Weil manchmal habe ich halt irgendwie, also manchmal nehme ich auf, weil ich irgendwie direkt beim Bäcker war und hat mir jemand irgendwie so, war in einer Situation, wo mich jemand genervt hat oder keine Ahnung. Ja. Dann renne ich nach Hause und schmeiße das Mikrofon an, weil ich liebe das so, Sachen zu erzählen, wenn ich dieses Momentum noch habe. So, das muss ja frisch sein. Es muss ja frisch sein, ändert sich die Geschichte auch. Nee, es muss frisch sein. Und dann nehme ich das auf und dann komme ich immer von Stöckchen aufs Hölzchen und auf einmal habe ich eine Stunde geredet und habe da was anderes erzählt, verliere mich. Also dieses Trail of Consciousness heißt das, glaube ich, das versuche ich da immer so
oh Gott, zu embracen. Ich hasse dieses Wort, aber es ist irgendwie, fällt mir kein besseres ein jetzt gerade. Und genau, und dann ist es sehr, dann sind es eher unterhaltsame Folgen, ne? Also witzige Situationen, die mir passiert sind. Und ich mache dann auch ein bisschen meine Gags und so. Aber andererseits gibt es auch manchmal Folgen, weil ich mir weil sie selber mir gesagt hat, ich will jede Folge, jede Woche wirklich aufnehmen und ich will das nicht ausfallen lassen. Ich hatte halt auch mal Phasen, da ging es mir einfach scheiße so und hatte irgendwie vielleicht Herzschmerz oder mit so Traurigkeit zu kämpfen und Unsicherheiten und so. Und dann habe ich mich ein paar Mal, also bei mir in der Community ist es so ein, diese Folgen heißen immer Frustsuppe. Da gibt es jetzt 4 Stück schon. Frustsuppe römisch 1-4. Und das Interessante ist, ich nehme dann auf und bin dann komplett transparent, sage von vornherein, Leute, mir geht's eigentlich nicht gut, ich fühle mich eigentlich nicht noch aufnehmen gerade. Ich fühle mich nicht. Und dann versuche ich mich aber zu zwingen, zu erforschen, durchs Reden, warum ich mich gerade nicht danach fühle. Und das, dann nehme ich die Leute mit quasi. Also ich, das ist wie eine Therapie, also ich rede dann, warum fühle ich mich so? Und es ist so krass, das habe ich jetzt 5-6 Mal gemacht in den 160 Folgen. Also die meisten sind eher lustig, ich würde eher sagen, das ist ein Comedy-Podcast, mehr oder weniger. Es ist so krass, immer wenn ich das gemacht habe, immer ging es mir danach besser. Es ist so weird. Also es ist wirklich wie zur Therapie gehen. Natürlich ja, sollte man eher zur Therapie gehen. Das ist eine therapeutische Wirkung. Genau, genau. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich gesünder und so, da kann man wirklich an Sachen arbeiten. Aber allein das Aussprechen der Gedanken, die sonst nur in meinem Kopf sind und so und das Gefühl, da hört mir jetzt auch jemand zu und ich kann vielleicht auch Leuten, die das hören, so ist bisher auch das Feedback gewesen, tatsächlich was geben. Also es klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber ich habe immer gedacht, ich bringe Leute lieber zum Lachen, aber dieses Feedback, wenn Leute sagen, ey, ich habe mir das angehört und ich habe auch so Phasen und ich habe mich irgendwie so verstanden gefühlt und mir geht das manchmal auch so und ich finde das krass, weil die hatte ich das nie gedacht und so und die bedanken sich dann finde ich das mega das coole Gefühl so und denke mir so, hey, das macht mir irgendwie Spaß und aber trotzdem versuche ich eher gut gelaunt zu sein. Aber ja, und so kann man, glaube ich, meinen Podcast zusammenfassen. Also es ist einfach immer wieder was anderes, je nachdem, was mir so passiert ist. Gibt sehr aufgeregte Folgen, wenn ich irgendwie bei Rock am Ring war oder so, meine Switch verliere und irgendwie 3 Tage gesoffen habe, dann erzähle ich das auch. Ja. Oder halt wie die Folge heute, wo ich bei Dune war und eine Stunde lang über Dune rede und sage, es wird nicht gespoilert, aber es wird einfach die ganze Zeit gespoilert. Das heißt, da höre ich nicht rein. Also ohne Spoiler, genau. Ist einfach ein fantastischer Film. Also ich fand den fantastisch. Aber jetzt nicht so viel. Ja, wir wollen dich ich möchte nur sagen, Donny, ich brauche eine professionelle Einschätzung, weil ich darüber schon jetzt mit anderen Leuten geredet, auch schon mit Julia. Neben mir saß ein Vater mit seinem, ich würde mal so sagen, so um die 10 Jahre altem Kind. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dieses Kind muss jetzt diverse Szenen in diesem Film sehen. Das kann man doch nicht verantworten. Das kann ich so eine Art Fremdscham für dieses Kind habe ich empfunden, weil der Film halt einfach an manchen Stellen einfach so hart ist, das sollte kein 10-Jähriger sehen oder kein 10-jähriges Mädchen. Und das fand ich echt krass. Wie schätzt du das ein? Ist dieser Film für 10-jährige Kinder geeignet? Nee, gar nicht. Finde ich voll okay, dass du das so gedacht hast. Nee. Also ich will da auch in Gefahr gehen, dass man jetzt ein bisschen so der Allmann ist oder der Spießer ist. Scheißegal. Das finde ich auch, das gehört sich, also da musst du schon 16 sein, mindestens, denke ich mal. Ja. Auch gerade für so Gewalt und so, ja. Ja. Das kann schon auch, glaube ich, ein bisschen traumatisieren und so. Vor allem, das ist so laut im Kino und so ein 10-Jähriger ist da noch, nee. Aber super Film, Julia. Du musst ihn jetzt endlich mal gucken. Ich gucke ihn an. Ja, sehr ich gucke ihn an. Das steht auf meiner Liste. Donny, du hast auch, um noch mal ganz kurz auch zur Ernsthaftigkeit zu kommen. Du hast auch ein Thema, was du auch ganz offen ansprichst. Und ich finde das auch so super, dass das in unserer Gesellschaft einfach mittlerweile alles so ein bisschen enttabuisiert wird, nämlich ADHS. Das ist ja auch ein Thema, gerade diese Krankheit, hat man das Gefühl, viele bekennen sich so ein bisschen dazu, ne? Also das hat so eine Welle irgendwie ausgelöst. Ja, jeder zweite leider, das ist ein bisschen das Problem auch. Ja, das ist ein Problem, würdest du sagen? Ja, finde ich problematisch tatsächlich die Entwicklung, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja dieses mittlerweile Ding, habe ich jetzt auch mal gegoogelt, was es genau heißt, Gatekeeping, ne? Also dass man könnte jetzt mal, also ich wurde jetzt vor einem Jahr diagnostiziert, ich habe es immer schon bei mir ein bisschen vermutet, bei mir ist es glaube ich auch vielleicht bisschen naheliegender in der Vermutung als bei anderen, ne? Ich war ein extremer Klassenclown, ich bin von der Schule auch geflogen, ich hatte immer Probleme mit Aufmerksamkeit und Konzentration und so. Und ich habe das dann mal gemacht und um das mal kurz durchzuspulen, ne, kann ich auch, wenn du willst, nochmal erzählen, wie das so war. Und jetzt ist aber so, da das jetzt so viele irgendwie Influencer und so, keine Ahnung, irgendwie auch kommunizieren, finde ich das etwas problematisch, weil ich habe das Gefühl, dass man sich in dieser Diagnose viel zu schnell und leicht wiedererkennt und denkt,
Ah ja, klar, das, ich vergesse ja auch manchmal die Fernbedienung im anderen Zimmer oder so. Mhm. Ich konnte mich auch nicht so gut konzentrieren und so. Und das, ich mag das dann auch nicht, wenn so Comedians so diese so Sketche darüber machen oder auch das so ein bisschen meiner, ich habe es auch bei TVRS ein paar Mal angesprochen, da jetzt auch keine Namen nennen oder so, aber es gibt echt ein paar Leute, finde ich, die schlachten das aus. Also die merken, das kommt gut an, ne? Also gerade auch so, vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, gerade so psychologische Themen, auch so Depressionen und so, das merken halt, also ich finde, da gibt es schon ein paar Leute, die halt genau wissen, wenn ich da jetzt so einen Post mache und so und von mir so rede und so, weil die wissen, das werden sich Leute halt angucken. Und das Ding ist, ich kann ja darauf nicht böse sein, deswegen bin ich in so einem komischen Zwiespalt, wie du schon sagst, es ist ja super, dass sowas entstigmatisiert und enttabuisiert wird, ne? Also Depression gerade und so, oder auch viele so Leute, die über Alkoholkonsum so ganze Content-Sachen machen, finde ich alles cool, ist ja auch gut. Nur bei ADHS finde ich das halt schwierig, weil ich glaube, die wenigsten Leute sich wirklich damit beschäftigen, was genau das eigentlich ist. Ne? Mhm. Was genau, das ist ja, hat ja viel mit Dopaminausschüttung zu tun und dass das Gehirn einfach anders funktioniert und dass Medikamente wie zum Beispiel Medikinet, Ritalin und so da helfen können. Aber dass es bei jedem, vor allem bei Frauen und Männern, komplett anders verläuft, komplett andere Auswirkungen hat. Teilweise leiden Leute, also es gibt ja viele so Begleiterscheinungen von ADHS, also über Depression bis hin zu, keine Ahnung, Suchtentwicklung und sowas. Weil man versucht irgendwie, das selber auszuleveln irgendwann. Ne? Also gerade viele Leute, die ADHS haben, tendieren dazu irgendwie, verbotene Substanzen zu nehmen oder Alkohol und so, keine Ahnung. Aber ich verliere gerade den Faden. Ich will damit nur sagen, also was ich eigentlich sagen will ist, dieses Ding, dass das gerade Trend ist und dass sogar irgendwie mittlerweile bei Frühstücksfernsehen dann so Dinger darüber laufen, so, hat mein Kind ADHS und so. I don't know, ich finde, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das will ich damit sagen. Aber dann finde ich es gut, wenn so jemand wie du das dann halt einordnet für andere. Weißt du? Ja. Also jemand, der das hat und bei dem man weiß, der ist ehrlich, der erzählt keinen Scheiß, der erzählt jetzt nicht einfach nur irgendwas, damit er irgendwie Reichweite bekommt oder so. Da finde ich das zum Beispiel total sinnvoll, dass du darüber sprichst auch. Ja, bei mir ist aber auch nur so ein bisschen auch so das Ding, ich habe dann irgendwann vor ein paar Folgen das zum ersten Mal angesprochen bei mir im Podcast, habe einfach einmal die Diagnose erzählt, weil ich das einfach auch, das ist auch eine gute, das ist für mich ein guter Content. So, ich kann das gut erzählen und ich kann vielleicht jemand was mitgeben und so. Und auch da habe ich schon gesagt, ja gut, einerseits sitze ich hier und prangere die ganzen Influencer an, die halt die ganze Zeit nur über ADHS reden und wissen, damit kriegen sie halt viele Likes. Und andererseits sitze ich aber jetzt auch gerade hier und rede darüber. Und ich jedes Mal sage ich mir so, ja, aber ich meine das anders, weißt du, ich will. Ja, aber ich glaube, dass der Aber du ordnest es anders ein. Du ordnest es anders ein und ich glaube, dass ein halbwegs smarter Mensch, der das sieht, unterscheiden kann zwischen, da ist jemand, der wirklich eine Krankheit hat und darüber spricht und berichtet, offen und ehrlich, und hier ist eine Person, die gesehen hat, oh, wenn ich sage, ich habe ADHS oder ich leide unter Depression, oh, dann kommt ja ein Fernsehteam zu mir und spricht mit mir darüber und dann sehen das viele Leute und by the way, kann ich gleich mal ein neues Buch verkaufen. Also ich glaube, dass jeder, der ein bisschen geschickt im Kopf ist, wird diesen Unterschied auf jeden Fall merken. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Sollten eher die Leute, die es ausnutzen, schlechtes Gewissen haben. Ja, genau. Das ist gut zu hören. Das Ding ist nur, was mir halt Sorgen macht, ist eben die breite Masse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich habe da ein gutes Beispiel. Ich werde jetzt auch wieder jetzt keinen Namen sagen, weil ich es irgendwie wack finde, Leute hier so anzuschwärzen. Aber da gibt's so einen Dude, der hat auch irgendwie, macht immer so Sketche und der hat da irgendwie so eine Art Sketch gemacht, wo es halt wirklich halt, da steht halt groß ADHS und in den Hashtags ADHS ist klar, dass er sagt, das hat was damit zu tun. Und es geht halt wirklich so um dieses so, oh, ich bin schusselig und habe die Fernbedienung in meinem Zimmer vergessen und so. Ja. Ist ja auch okay. Habe ich mich auch erst sehr aufgeregt. Mittlerweile denke ich mir so, okay, das ist ja mein Problem, wenn ich mich darüber aufrege, soll er machen. Das Problem ist nur, ich gucke in die Kommentare und wirklich jeder zweite Kommentar so eine, weiß ich nicht, 55-jährige Britta sagt so, ja, das könnte ich ja auch haben und so. Ja. Und verstehst du, was ich meine? Ich denke mir das so, ist aber auch das Problem mit Ferndiagnosen. Das ist einfach, und wenn jeder vor allem jetzt da hingeht, dann werden die Termine für die Psychiatrien, für Psychiater auch natürlich jetzt, ist ja übelst der Andrang gerade. Und die Leute, die es halt quasi, sagen wir mal, wirklich haben, die kriegen jetzt eventuell gar keinen Termin mehr oder das, keine Ahnung, weil halt jeder Zweite jetzt meint, er muss jetzt da sich diagnostizieren lassen und so. I don't know. Und das Diagnoseverfahren, by the way, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Also gefühlt, ich glaube, wenn das, also ich habe das Gefühl gehabt, laut dieser Diagnose, wenn man das so ausfüllt und so, hat quasi fast jeder ADHS. Das fand ich sehr komisch, die Fragen. Die waren sehr oberflächlich so gestellt. Aber auch hier ganz klarer Disclaimer. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychiater. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Und da gibt es vielleicht auch andere Tests und so. Ich hatte nur das Gefühl,
was ich da eintragen muss, ist so, okay, aber da, wer nicht? Also wie sind sie manchmal unkonzentriert? Ja. Vergessen sie manchmal Sachen? Ich so, ja. Also, nein, da dachte ich auch so, okay, wenn jemand an Medikinet oder Ritalin kommen will, hat es, glaube ich, nicht so schwer. Aber das war nur bei mir so. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie das bei anderen Ärzten läuft oder ob das immer der gleiche Test ist und so. Aber ja, du merkst schon, ich habe da ein bisschen Aktien drin. Ich bin da emotional bei dem Thema. Und es ist immer für mich schwierig, dass man, so, ich versuche immer, dass man versteht, wie ich das meine. Ich will nicht damit sagen, dass man sich nicht diagnostizieren lassen soll, wenn man das Gefühl hat, ey, ich habe da was, weil mir hat es zum Beispiel voll geholfen in meinem Leben. Die Medikamente haben sehr viel eingestellt bei mir, dass es besser funktioniert, mein ganzes Leben so. Hat auch ein bisschen Nachteile hier und da, aber trotzdem hat es mir geholfen. Aber ich will nur quasi sagen, Vorsicht, lieber wirklich sich richtig informieren, wirklich mal auch mal eine halbe Stunde aufwenden, mal ein bisschen googeln und mal reinlesen oder vielleicht ein paar Videos gucken von Leuten, die wirklich eine Ahnung haben und dann erst entscheiden, habe ich das vielleicht wirklich, gehe ich da jetzt vielleicht mal wirklich zum Psychiater, anstatt einfach nur immer so blind allen möglichen Influencern oder irgendwelchen kurzen Clips zu trauen, dass man es vielleicht auch haben könnte, so, das ist alles. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Ja, wollte ich gerade sagen. Guter schon. Hinweis für alles eigentlich. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Donny, so zum Abschluss nochmal. Wenn man Content Creator, ich fasse das jetzt mal breit als Content Creator, wenn man Content Creatorn folgt, sieht man ja ganz oft ein sehr leichtes Leben. Man sieht gute Laune, man sieht vor allen Dingen auch die Flexibilität, die ich vorhin schon angesprochen habe, die man als Selbstständiger ja oftmals hat. Und manchmal halt auch den Wohlstand, was wir auch schon angesprochen haben. Aber hinter den Kulissen sieht es halt manchmal anders aus. Hast du eben auch schon mehrfach angesprochen, dass du halt auch mal Tage hast, an denen du traurig bist oder du dann halt auch mit dem ADHS einfach auch mal zu kämpfen hast und so. Was würdest du denn sagen, auch wenn du deinen Job liebst, einfach jetzt mal so abschließend diese Frage, dass wir so ein bisschen einen guten Abschluss finden. Was würdest du sagen, was sind denn auch vielleicht die Schattenseiten deines Berufs, den du aktuell ausübst? Oder sagst du, da gibt's keine für mich? Also ich würde wirklich sagen, aktuell keine Schattenseiten, ehrlich gesagt. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt wirklich nicht super berühmt oder so. Ich habe ja jetzt keine Millionen Follower oder so. Ist alles recht überschaubar und so gefällt es mir auch. Und das ist übrigens auch einer der Gründe oder einer der Punkte, wo ich ganz oft mir selber den Druck rausnehmen kann, allen zu gefallen oder immer mit jedem Video viral zu gehen und so oder alles so, also so unbedingt viele Leute zu erreichen, weil ich merke, ey, will ich das überhaupt? Ich glaube, ich würde es nicht mögen. Ich glaube, ich will das gar nicht, dass ich so wirklich so bekannt bin oder so. Ja. Weil dann hast du auch viele Leute, die dann vielleicht auch scheiße sind. Ja, da hast du also Leute, die so rumpöbeln und so, was ist denn das für einer und so. Und denke mir so, ja, okay, du bist ja halt zufällig gelandet. Und das, glaube ich, hat man, wenn man halt super bekannt ist und so, hat man das halt ständig. Und ich glaube, das wird mich psychisch belasten, tatsächlich. Ja. Da bin ich zu unsicher für und da bin ich zu sensibel, ist das bessere Wort, glaube ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass man hat das eine Zeit lang ja immer gehabt. Also mein Lieblingsbeispiel ist mal der Bravo-Artikel Traumjob-Influencer, der mal eine Zeit lang so viral ging. Und da habe ich ja auch mal gesagt, nee, du willst es nicht in der Form werden, wie du es denkst, weil du nicht weißt, was die Konsequenzen sind. Wenn Leute sagen, mein Wunsch ist, berühmt zu werden. Nicht nur online, ja auch in der realen Welt. Ja. Und, also ich habe hier ein paar Promis in meiner Nachbarschaft und wenn ich die auf dem Spielplatz sehe mit ihren Kindern, denke ich mir immer, nee, will ich überhaupt nicht sein. So bekannt, dass alle hinglotzen, so heimlich, aber so ganz unangenehm heimlich. Oder dann so plötzlich das Telefon so. Wer da ist? Und guck mal, wie die mit ihrem Kind umgeht. Hast du gesehen, das Kind, das rastet voll aus. Also passiert bei denen auch. Also, und dann gucken alle so genau, wie reagiert sie jetzt mit dem Kind und so. Ne? Also das so all eyes on me, das wäre auch nicht meins, ehrlich gesagt. Promis in der Nachbarschaft, ne? Ist ja Hollywood Berlins oder was? Bist du in den Hills oder wo wohnst du? In den Hills bin ich, richtig. Ja, genau. Also wenn du mal vorbeikommst, Donny, komm mal auf den Kopf. Ich zeig dir mal. Da wohnt der, dann machen wir so einen Bus. Machst du so eine Tour wie in Hollywood, so eine Sightseeing-Tour mit so einem offenen Bus, wer wo wohnt. Ja, genau, ja, diese Busse, stimmt. Hilfe. Also ich sage, es ist sehr viel wert, wenn man zum Bäcker gehen kann, ohne dass man dort irgendwelche Diskussionen vor Ort hat. Das ist immer noch sehr viel wert im Leben. Absolut. Ja. Okay, Donny, wir müssen so lange, es ist eine sehr lange Folge jetzt geworden, aber es ist schön mit dir zu quatschen. Ich rede immer zu viel. Es ist total schön mit dir zu quatschen. Vielleicht können wir dich ja irgendwann nochmal einladen zu einem Thema. Vielleicht ist ja irgendwann mal, brauchen wir ja mal einen Spezialisten, wenn es ums Gaming geht. Ja, klar, gerne. Dann laden wir dich gerne nochmal ein. Natürlich, freue ich mich. Hat Spaß hier. Dankeschön, auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast heute. Es war wirklich wahnsinnig spannend und wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Danke dir. Alles klar, vielen Dank. Danke für die Einladung. Tschüss, Donny. Obwohl wir den Kontext jetzt haben, Julia,
Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das verstanden worden ist. Du würdest also nicht extra aus Berlin ins Auto steigen, um zu mir nach Köln zu fahren, um mich zu besuchen, ne? Wenn du mich anrufst, Maurice, und sagst, nachts um drei, mir geht's so schlecht, ich brauche deine Hilfe, hier ist gerade Land unter, die Hochzeit, es bricht alles über mich zusammen, ich brauche dich, dann würde ich sofort ins Auto steigen oder wahrscheinlich eher in den Zug, weil mir ist das mit dem Auto ein bisschen zu lang, die Fahrt. Das ist okay. Da habe ich Angst, dass ich die Konzentration verliere. Ich hole dich dann bei der fehlgeschlagenen Kopplung des ICEs wie heißt das immer, in Dingens, in Hagen oder wo das immer ist, da hole ich dich dann ab. Da strande ich dann quasi, ja, okay. Würde ich sofort in den Zug mich setzen und zu dir kommen? Das ist gar keine Frage, aber man muss dazu sagen, du bist jemand, du bist gerne unterwegs, du verlässt gerne mal deine Bubble, du reist gerne, du fährst auch gerne mal viele Stunden Auto und da sage ich dir ganz ehrlich, mache ich nicht. Ich bin gerne hier in meiner Bubble, ich bin hier gern zu Hause, ich gehe in meinen Supermarkt, ich verlasse einfach meinen Kiez nicht so gerne. Und das kennen viele Berliner, glaube ich, weil Berlin ist ja auch groß und man ist da auch schnell überfordert und so. Und deswegen, das war nicht böse gemeint, aber du weißt, wie ich es meine. Und natürlich, wenn eine Notsituation ist, bin ich die Erste, die bei dir ist. Ich wollte es nur noch mal aufgreifen, weil wir es so Anfang der Sendung gesagt haben. Aber es war total spannend. Und was mir übrigens total neu war, dass du so eine kleine Finanzmaus bist. Also das fand ich auch. Aber hör mal. Also wer hier ein paar Investitionstipps braucht, könnte mich anrufen. Der aktuelle Bitcoin-Stand bei Julia Krüger. Ja, Bitcoin ist nicht so mein Gebiet. Das ist mir zu unsicher. Das ist mir zu heikel. Das verstehe ich auch alles nicht. Aber man soll ja streuen. Man soll ja streuen. Ich verstehe es ja auch nicht. Man sollte nichts machen, was man nicht versteht. Das ist mein erster Tipp. Aber ich fand auch das Gespräch mit Donny sehr, sehr schön. Ich finde es auch immer sehr erfrischend, wenn jemand auch so offen über solche Tabuthemen spricht. Und wir haben ja viele Tabuthemen, nicht nur das Finanzielle, sondern auch mentale Gesundheit und so angesprochen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Wir müssen Donny irgendwann nochmal einladen. Weil mit dem hätten wir jetzt noch 3 Stunden quatschen können. Und für alle, die Donny bis jetzt noch nicht kannten, dankt uns später. Absolut. Und wir danken euch auch. Wenn ihr am Tag einen Lacher braucht, müsst ihr Donny auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil der ist für mich einer der lustigsten auf Instagram. Ich folge dem so gerne. Also folgt dem und hört seinen Podcast. Und wir danken euch natürlich, dass ihr zugehört habt heute. Ganz, ganz, ganz offen, ganz ehrlich. Mhm. Und wir freuen uns, wenn ihr es weiter sagt. Also wenn euch das hier gefallen hat, dann sagt das doch euren Freundinnen und Freunden einfach mal weiter. Und lasst auch gerne Bewertung da auf der Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast hört oder auch seht, weil bei YouTube und Spotify kann man uns ja auch sehen. So sieht's aus. Ansonsten eine schöne restliche Woche und dann ein schönes Wochenende. Auch dir, Maurice. Tschüss. Schöne Grüße an Mitch. Mach ich. Tschüss.